sind wir in einer Abteilung, wo viele Computer stehen. Und der Herr Kaiser ist einer von denen, der uns hilft, dass das alles funktioniert. Um was kümmern sich hier eigentlich alles? Also welche Geräte gehören in Ihren Zuständigkeitsbereich? Also wir kümmern uns um alle Geräte, alle Computer, alle Monitore, alle Drucker, Telefone. In jedem Abgeordnetenbüro gibt es auch ein Fernsehgerät, um das kümmern wir uns auch. Was noch? Also alles muss laufen und wenn es irgendwo ein Problem gibt, sind dann die Abgeordneten bei uns und das muss natürlich so schnell wie möglich gehen. Geht leider nicht immer, aber meistens schaffen wir das in einer relativ kurzen Zeit zu lösen, das Problem. Und was schätzen Sie denn ungefähr, wie viele Computer alleine hier bei den Abgeordneten rumstehen? Das sind so an die 3000 Computer bestimmt. Also 3000 Computer bei Abgeordneten, Mitarbeitern stehen und da fällt doch jeden Tag irgendein Gerät aus oder irgendeine Leitung hat ein Problem. Es fällt immer irgendwas aus. Das Netzwerk funktioniert manchmal nicht, Netzwerkverbindung, Probleme mit der Software gibt es. Und das sind die Probleme. Die also ich habe so die Erfahrung gemacht, als ich 2004 hinkam bis jetzt, dass gerade der Sektor hier sich wahnsinnig verändert hat. Am Anfang gab es ein Telefon. Es gab auch schon Computer, ja. Aber das war halt alles relativ rudimentär. Jetzt ist natürlich einiges dazugekommen, die ganzen Mobilgeräte. Erst kamen die Laptops, jetzt die ganzen Smartphones, Tablet-PCs. Mhm. Und die verbinden sich alle mit dem Netzwerk des Parlaments und darum kümmern wir uns auch. Ja, und das Tolle ist, man kann ja auch von zu Hause, also wenn man zu Hause in Deutschland ist, sich hier einloggen und ist voll im System. Ja, das funktioniert. Es gibt natürlich auch Probleme und deswegen sind wir da, die Probleme dann zu lösen. Ja, Straßburg übrigens auch hilfreich. Viele sagen ja immer, was müsste alles mit der Straßburg schleppen. Braucht man ja gar nicht mehr, weil man mit allem vernetzt ist. Ja. Mit allem vernetzt ist. In Straßburg stehen ja auch Computer, also da brauchen wir ja nichts mit schleppen. Neu ist seit, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahren, dass wir jetzt auch in allen Büros und in den Sitzungssälen WLAN haben. Das heißt, dass wir überall auch einen Zugriff haben auf die... Ja, jetzt kann im ganzen Haus zugegriffen werden auf WLAN. Früher war es nur über bestimmte Access Points möglich, die im Haus verteilt waren. Und jetzt ist es überall, in allen Fluren, allen Gängen, kann man sich über WLAN einwählen. Es müssen ja tausende von Kilometer Kabel verlegt worden sein. Ja, das ist möglich, aber das haben wir ja nicht gemacht. So einige 100 Kilometer Kabel liegen hier im Parlament. Also Sie haben das Ganze, gebaut worden ist von anderen, aber Sie sorgen dafür, wie das Konzept ist und Sie sorgen dafür, dass es jetzt funktioniert und bei jeder Schadensmeldung wird hier angerufen, wie man hört. Es wird angerufen, wenn die Leute es nicht verbinden können. Wenn das dann nicht klappt, dann ist unsere Aufgabe, das an den entsprechenden Service weiterzuleiten, sodass sich dann der entsprechende technische Service um das Problem kümmert. Also für unsere Arbeit eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, die hier passiert und es gibt manche Tage, wo ich froh bin, dass ich bei Ihnen anrufen darf. Herzlichen Dank. Ja, gern geschehen.